30-0. 30-0. Auch Curry, ja, mixt sein Spiel. Er, der eigentlich, das sprachen wir an, kein Hallenspezialist ist. Dreimal stand er im Finale eines Hallenturniers. Einmal gewann er, zum Vergleich, Boris Becker 28 Mal im Finale. Der ist allerdings auch schon wesentlich länger dabei, aber 21 Siege. Erstaunlich. Ein rundes und klares Auftaktspiel. Jim Courier führt mit 1-0. Jeweils vorzeitig scheiterte. Nun also bei 0-1 mit dem Aufschlag. Auch das ein 0-0 gewonnenes Aufschlagspiel. Aber das Match zwischen diesen beiden ist auch eine Art von Kräfteeinteilung. Ja, besonders in einem Best-of-Five-Spiel, wo drei Gewinnsätze gespielt werden, muss man sich die Kräfte sehr genau einteilen. Und deswegen, besonders hier am Anfang, ist es mehr so ein Abtasten. Natürlich gilt weiter die Taktik Aufschlag halten, das ist das Wesentliche. Aber es kommen auch andere Return-Varianten ins Spiel und das werden wir bei Boris gleich sehen. Oh!
Bisher gab es wenig zu ernten für den returnierenden Spieler. Fast ein Abtasten und es steht 2:1 für den Amerikaner. Und das, liebe Zuschauer, war, auch wenn Sie es vielleicht glauben, gehört zu haben, kein Rahmenball oder etwas dergleichen. Denn nur der Schläger kommt auf den Boden und das war genau dieses Geräusch, aber er war bewusst als Stopp gespielt. Genial. 30-15, 30-15. Das Spiel für Becker, 2:2, aber man merkt doch ganz deutlich, beide wollen erstmal in dieses Match hineinfinden. Ja, das ist die echte Taktik, die hier verfolgt wird, Aufschlagspiel gewinnen. Es geht ja meistens so im zweiten Teil des Satzes richtig los, da wird jede Chance gesucht, dann irgendwann mal einen Break zu schaffen. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Aufschlag, volle Konzentration und Return. Schön langsam abwarten, schön langsam einschlagen, schön langsam probieren und versuchen abzulesen, die Absicht des Aufschlägers, in welche Richtung der kommt, um einen besseren Return zu finden. Curry serviert. 2:2. Becker versucht schon zu attackieren beim zweiten Aufschlag. Das, glaube ich, wird auch das A und O in diesem Spiel sein. Denn Courier wird nach dem Aufschlag öfters hinten bleiben. Und da muss Boris sofort diese Chance wahrnehmen und eben mit dem Return direkt ans Netz stürmen.
Andererseits wird es das Bestreben von Currier sein, so wie hier, wenn der erste Aufschlag kommt. So ein bisschen zu vergleichen mit Patrick Korda, dann mit dem ersten Grundschlag gleich druckvoll zu spielen. Das heißt, den Ballwechsel zu dominieren. Das war schwer, als ihm da der Ball plötzlich vor die Sprühfüße sprang und ihn als Halbflugball nehmen musste. Becker liegt zurück mit 2-3, aber noch kein Break. Es war aber auch die einzige Möglichkeit, wohin er passieren konnte. Boris bleibt stehen in der Mitte, anstatt sich mehr zur Seite zu bewegen. Denn Courier hatte nur diese Chance, Longline zu passieren. Sehr schön, aber der Ball war noch zu spielen von Boris. Versucht, die Returns immer früher zu nehmen. Ja, er steht sehr nahe an der Grundlinie, genau auf der Grundlinie und geht auch dem Ball schräg entgegen. Das heißt, er verkürzt den Weg zum Ball und dann kommen eben solche Returns. Große Klasse. Nach dem etwas verunglückten Return des Jim Currier. Aber sehr konzentriert aus dem Arm heraus gespielt. Und damit kommt jetzt das siebte Spiel des ersten Satzes. Und das war oftmals, nicht nur im Verlauf dieses Turniers, ein sehr interessantes.
sehr wichtig eigentlich, dem Jim mal zu beweisen, dass von der Grundlinie aus Boris den Punkt gewinnen kann. Denn da fühlt sich eigentlich Jim als der überlegenere Spieler. Es bleibt dabei und das wird sich auch, egal wie lang dieses Match dauert, weiterhin durch dieses Spiel hindurchziehen. Risikobereitschaft beim Return. Sehr schön aufs falsche Bein gespielt. Sehr schnell, sehr früh. Überraschend für Courier. Und jetzt kommen wir eigentlich zum ersten Mal zum Einstand bei Aufschlag des Amerikaners. Der sich hier verschätzt und den Linienrichter ganz fragend anschaut. Wie hast du den gesehen? Aber ich glaube, er hat selbst am besten gemerkt, denn der Ball sprang wohl von der Linie dann geradezu weg. Genau auf die Linie. Ja. Und damit die erste Breakchance im siebten Spiel. Im berühmten. Im verflixten. Da ist es. Das erste Break und Boris Becker führt mit 4:3 im ersten Satz. Thank you.
Der Gradmesser seines Spiels, der Aufschlag, aber nicht nur das, vor allen Dingen auch die Variabilität, das heißt, wie er den Aufschlag spielt, wie er den Gegner beim Return beschäftigt, ganz wichtig im Spiel des Boris Becker. Erkennen können, wie Becker auch den Fußspitze hebt vor dem Aufschlag. Da haben wir es. Ja, er rollt auf der ganzen Fußsohle, genauso wie ein Weitspringer oder ein Hochspringer. Und dadurch kann er sich aus den Knien und dem Fußgelenk so hoch abstoßen. Das sind meistens so 15 bis 20 Zentimeter. Und dadurch hat Boris Becker natürlich einen exzellenten Treffpunkt, der weiter nach oben, aber auch weiter nach vorne gelagert wird und damit auch einen besseren Winkel, zum Beispiel einen solch guten ersten Aufschlag zu platzieren, wie wir es eben gesehen haben. 5:3. Becker knüpft nahtlos daran an, was wir gestern gesehen haben. Enorme Konzentrationsfähigkeit und so kommt er auch nie in die Situation, irgendwann mal sich aufzuregen, weil er so konzentriert jeden Punkt spielt. Ass Nummer 4. Wieder ein guter, langer Aufschlag, aber die ganze Konzentration gilt dem nächsten Aufschlagspiel, denn Becker führt mit 5:4. 5:4, eigener Aufschlag. Ivanisevic hat gestern gesagt, was soll's, Becker hat heute Geburtstag, da war der liebe Gott halt bei ihm. Man kann es ihm fast glauben.
30-15. Auch hier ganz enorm konzentriert die Aufschläge des Boris Becker und damit haben wir nach 35 Minuten zwei Satzbälle für den Weltranglisten 7. Insgesamt für Becker und damit gewinnt er den ersten Satz 6-4. Einen Satz, in dem Currier keinen Breakball hatte und den Becker auch mit gewisser gebremster Kraft, würde ich mal sagen, gewonnen hat. Er war höchst konzentriert, aber ich glaube, er hat es gut dosiert auch. Ja, er hat im richtigen Augenblick noch einmal aufs Turbolager gedrückt und hat diese unglaubliche Rückhand-Longline das Break gebracht haben, aber auch in diesem Aufschlagspiel hat er sehr gut in die Mitte aufgeschlagen. Dieser zweite Aufschlag in die Mitte ist eine Besonderheit. Weil er eben mit viel mehr Risiko verbunden ist, kürzere Wegstrecke. Aber höhere Geschwindigkeit. Zweiter Satz. Currier schlägt auf 15-0. Aber es ist nicht passiert, außer dass es 1-0 für Jim Currier steht. Der Zuschauer hatte nicht aufgepasst und prompt gab es den Filzballregen von oben.
Bisschen aus der Not geboren, dieser Return. Abgerutscht. War eigentlich nicht ein absichtlicher Schlag. Wir sehen Jim Curry im Hintergrund, wie er sich immer so ein bisschen warm macht, tänzelt, denn er will, das merkt man. Ja, er hat ein bisschen die Schnelligkeit verloren und dann ist das eigentlich das beste Mittel, diese kurzen Sprints zu machen. Auf der Stelle sehr schnelle Bewegungen, um ein bisschen mehr Reaktion in die Schnelligkeit, in den Start zu bekommen. Hervorragender Aufschlag. Das haben wir nur beim Goran Ivanisevic gesehen und bei Boris. Sonst können keiner von den beiden diesen Schlag. Hier nochmal die Beinarbeit von Courier vor dem Returnieren. Das engste Aufschlagspiel von Boris. Er steht sehr stark auf dieser Seite auf. Vorhin mit dem ganz kurz cross gespielten Slice auf die Vorhand, jetzt der Aufschlag auf die Rückhand des Jim Courier. Unglaubliches Laufpensum und mit einer besonderen Griffhaltung, die er normalerweise nie benutzt bei einem Voranschlag. Aber die er hier eigentlich benutzen muss, um den Ball überhaupt noch cross zu spielen. Wir werden gleich sehen, wie er den Schläger quasi umklappt. Ja, es ist ein Schlag nur aus dem Handgelenk praktisch, denn der Arm muss ja ganz durchgestreckt sein, um die möglichst weit Reichweite zu haben. Wieder Einstand. Hey,
einem Ass, und zwar seinem sechsten, schließt Becker dieses Aufschlagspiel ab. Und hier eine ganz interessante Statistik. Jetzt sollte man meinen, Mensch, der Becker spielt nur Surf and Volley und läuft mehr als Currier, aber er hat ja auch mehr Wegstrecke zurückzulegen. Und es gibt ja mittlerweile ganz interessante Berechnungen von 5-Satz-Matches auf Sand. Ja, also auf Sand wird normalerweise viel, viel mehr gelaufen als hier in der Halle. Da läuft man eigentlich so bis zu 15 Kilometer in 5 Sätzen. Also eine wirklich ausdauernde Strecke, die enorm ist für einen Tennisspieler. Und die dann auch dementsprechend viel Training erfordert. Ja, das ist der Lieblingsschlag von Boris, wenn der Aufschläger angreift, dass er hier diesen blockierten Return spielt. Sehen Sie, er bleibt ganz frontal mit den Beinen, dreht sich nur mit der rechten Schulter in die Schlagrichtung, hier zu sehen. Und ganz vorne vor dem Körper trifft er den Ball. Sein Lieblingsschlag, sein erfolgreichster Schlag in diesem Turnier. Zweimal im Halbfinale stand bei den French Open, dem es nie vergönnt war, dieses bedeutendste Sandplatzturnier der Welt zu gewinnen, Ossi Higueras. Aber dafür hat er 89 Michael Chang und zweimal diesen Herrn hier zum Sieg in Paris geführt. Auch er schließt sein Aufschlagspiel mit einem Ass ab, ebenfalls sein sechstes, 2:1 für den Weltranglisten. Ja, Currier stand wieder sehr weit vorne
Und überraschend, er orientiert sich gar nicht so weit nach links, sondern fast in die Mitte der Hälfte des Rückschlagfeldes. Das heißt, bei ihm ist es gar nicht so wichtig, ob er Rück- oder Vorhand spielt. Hauptsache früh treffen. Sicherlich bis zu diesem Zeitpunkt beste Ballwechsel. Der spektakulärste. Und wo? Natürlich am Netz. Ja, denn da kann Boris wirklich das Beste leisten, das Beste zeigen. Sehen Sie auch hier, wie angeschnitten dieser Rückhandflugball ist. Eigentlich ein Stoppball. Souverän. Zugleich, denn das war die Voraussetzung für den zweiten Spielgewinn des Weltranglisten 7. in diesem zweiten Durchgang. Das 2:2, aber diese Ballwechsel zeigen eindeutig Konzentration bis zum letzten gegen Courier. Ja, muss man wohl haben, denn er ist wirklich sehr gefährlich und sieht zwar ein bisschen gleichtönig aus, sein Spiel. Es gibt keine großen, spektakulären Veränderungen in seiner Spielweise, aber umso gefährlicher diese Beständigkeit. Geburtstagsgeschenk. Das zweite schon. Das zweite schon. Und der 31-jährige gebürtige Wiener Günther Bresnik sieht relativ gelassen. Man hat sich sehr, sehr konzentriert vorbereitet auf jedes Match. Erik Jehlen war dabei, auch heute in einer Nebenhalle, wo trainiert wurde. Sparringspartner von Becker im gesamten Verlauf der Woche. Da hat er sich verschätzt, das konnte man auch jetzt genau sehen. Er dachte, dass dieser Ball ihm auslangen wird. Hat ihn dann sehr überrascht, musste im letzten Augenblick noch den Ball zurückspielen. Denn da dachte er hundertprozentig, dass der ihm aus war, unvorbereitet. Und so hat er dann auch diesen Ball genau hingespielt, wo Courier stand. City zeigt, dass er auch Gefühl hat, auch in einer Hand einhändiger Rückhandstopp zum 3:2 im zweiten Satz.
Genau zum richtigen Zeitpunkt sind wir zurück. Becker serviert, 2-3 der Rückstand. Der Ball zuvor. Sehr gepeitscht, diese Vorhand. Ja, der Ball sehr tief, aber Boys mit seinem elastischen Handgelenk kann diesen Ball von einmal cross spielen und jetzt anschließend diese Peitsche Longline. Dass die beiden hier spielen. Und in dem Moment, als Curry versucht, das werden wir gleich sehen, ein bisschen taktisch zu spielen, also nach vorne zu gehen, da erwischt ihn Becker genau richtig. Aber er muss auch so dagegen halten in dem Tempo. Ja, was bleibt ihm übrig? Sehr geschickt hierfür. Ja. Mit einer Hand? Ja, das war in den vorigen Spielen eigentlich sein großes Manko. Er wartete zu lange. Wenn er den Ball in die Füße spielt, dann muss man sofort nach vorne starten. Denn mit diesem tiefen Ball kann der Spieler eigentlich nur noch einen Stoppball spielen. Ist fast vergleichbar wie auf Rasen. Zu weit nach außen gesetzt. Der Ball springt ja auf diesem Greenset-Boden kaum noch ab. Ein Bodenbelag, den man auch im letzten Jahr verwendete, der einfach nur umgedreht wurde, der Einfachheit halber. Und der, da sind sich alle einig, sehr, sehr schnell ist. Da sehen wir nochmal, wie Becker den einwickelt. Das heißt, er gibt dem Ball nicht nur einen Seitendrall, sondern nach außen gespielt. Das, aus dieser Perspektive kann man es nicht so genau sehen, aber der Ball springt wie beim Aufschlag seitlich weg. Und dazu noch flach und dadurch unerreichbar. Courier wird servieren. Die Situation hatten wir schon mal. Da gab es einen Break bei 3-3 im ersten Satz.
Druck nach einem zugegebenermaßen etwas glücklichen Return, der sehr lang war, dann aber exzellent aufgebaut. Er sucht sich den richtigen Augenblick aus und er weiß ganz genau, obwohl er selber das nicht zugeben will, dass dieses siebte Spiel eigentlich satzentscheidend ist. Ja, und da sieht man haargenau, wie er da aufs Tempo drückt, wie er da Gas gibt und versucht, den Punkt selber zu gewinnen. Da ist er. Und da ist nicht nur einer, sondern da sind drei Breakbälle. Und das Charakteristikum der Spielzeit bisher, dass das Match wirklich sich darauf beschränkt, die sicher die Aufschläge durchzubringen und dann plötzlich und das Kuriosum genau zum gleichen Zeitpunkt kommt Becker. Mit der Aggressivität 0-40. Ja, und genau mit demselben Schlag, im ersten Satz, wie auch jetzt hier in diesem zweiten Satz. Mr. 100% geht mit 4-3 in Führung. Da haben wir Mr. 100%, der genauso sich dieses Break sichert wie vorhin. Zwei Breakbälle hat er gehabt, zwei hat er nutzen können. Bei Courier steht auf dessen Seite 0-0 in diesem Vergleich. 6-4, 4-3, der Spielstand. Ja, und mit dem Rudi Berger kann er sich ja eigentlich in Deutsch unterhalten. Der Landsmann, der auch 24 Turniere im Jahr begleitet. Ich glaube, es ging darum, dass sich Becker vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gelassen hat, denn er hat wieder ein neues Hemd sich angezogen und auch da gibt es ja ein bestimmtes Ritual und auch dementsprechend eine festgelegte Zeit, die er nicht überschreiten darf, aber es ist noch mal alles harmlos geblieben. 4-3 die Führung. Geschlagene Rückhandball. Vielleicht stellt er total um, denn deine Rückhand ist sowieso viel schwächer als die Vorhand. Vielleicht ist sie einhändig doch besser. Durch. Und da muss er vor. Und gewinnt glücklich den Punkt.
Er spielt ja eine Fünfseite. Als einziger von allen hier im Feld. Ganz interessant vielleicht der Vergleich bei den US Open 91. Waren 50% aller Herren mit einer Kunstseite da. Auch überraschend. Auch überraschend, aber wenn die Seite reißt, die Kunstseite reißt, so verrutscht sich so schnell, dass man wirklich nicht mehr als zwei Schläge machen kann. Eine Darmseite, die bleibt doch besser fixiert in dem Geflecht. Und jetzt gibt es noch die alte Schuhnummer. Und der Boris schimpft. Er schimpft, weil er doch unterbrochen wird in seiner Vorbereitung für den Aufschlag. Er liegt 0,30 hinten. Verzögert geschlagen und so die lange Ecke ausgesucht. Und der erste Breakball in diesem Match. Nach, Sie sehen es im Hintergrund, 74 gespielten Minuten für Jim Courier. Aber bye bye. 66 Kilometer pro Stunde, dieser zweite Ausschlag. Aber auch der Return, knapp im Aus, doch noch sehr gut reagiert, sehr früh getroffen. Und wer hier die Pace macht, das sehen wir hier. Becker ist der Agilere, taucht natürlich auch häufiger am Netz auf. Vielleicht war das die Feuerprobe, die Becker
zu bestehen hatte. Dieses Aufschlagspiel nach 0:30 Breakball abgewehrt und vor allem nach dem eigenen Break zu gewinnen. War das schwerste, aber das wichtigste Aufschlagspiel von ihm. Gut gemeistert. Ich glaube, er ist über dem Berg in diesem Satz. Wir werden sehen. Curry serviert. 3-5. Und clever schon vom Aufschlag ab, denn der war diesmal geschnitten gespielt mit relativ wenig Tempo. Und Mark Miles von der ATP. Auch für ihn sicherlich ein Traumfinale. Hoho. Wieder mit voll durchgestrecktem Arm und nur aus dem Handgelenk den Ball gepeitscht. Wenige Spieler können das. Hier nochmal in der Zeitlupe zu sehen. Voll durchgestreckt, maximale Reichweite und dann nur aus dem Handgelenk den Wischer. Und das bringt ihm den Satzball im zweiten Durchgang nach 1:20. Jawohl. Erstaunliche Länge auch beim Return und Boris Becker führt nach Sätzen mit 2:0. Das ist fast schon die halbe Miete zum Titel. Der dritte Satz, vielleicht schon der letzte der IBM ATP Weltmeisterschaften 1992 beginnt. Boris Becker führt 6-4, 6-3 und wird nun servieren. Er holte einen 0:2 Satzrückstand auf. Im Februar im Finale von Brüssel, das 4:55 dauerte. Und ein bisschen zu lang dauert es jetzt auch, bis sich diese Herrschaften gesetzt haben. Alles bereit für den dritten Satz.
15 Bayern. Er war der Stärkste, was die Asse betrifft, auch vor diesem Spiel, Boris Becker, mit insgesamt 50. Und das war sein 10. Da sehen wir mal die Verpflasterung an der linken Hand von Curry. Eigentlich Überraschung, aber das hat einen Grund. Ja, bei der beidhändigen Rückhand ist meistens die linke Hand mehr in Anspruch genommen als die rechte. Und weil auch da der Schläger das Griffende ist, reibt dieses Griffende an den Fingern der linken Hand. Fast schon legendäres Beispiel Björn Borg, der hatte auch besonders die linke Hand verpflastert eigentlich an jedem Finger. Wie kaum ein anderer. Ein bisschen zu viel nachgegeben bei diesem Flugball. Ein bisschen zu sehr eingewickelt. Er wollte wieder den Ball diesen Seitendrall geben, dass er weiter nach außen springt. Aber das ist natürlich eine sehr gefährliche Sache. Ein bisschen zu viel und schon landet der Ball im Aus. Und schon hat Courier eine weitere Breakchance. Für den Amerikaner. Zur Abwechslung läuft Boris Becker mal einem Rückstand hinterher. Break 4 für Courier. Eigener Aufschlag. Wie viel Gefühl muss man eigentlich in dieser Hand haben, um mit so voll durchgestreckten Armen nur aus dem Handgelenk den Ball diese Richtung zu geben? Unglaublich. Und auch die Antizipation, das heißt zu spüren, was macht der Gegner, wie bewegt er sich vorne am Netz und wie erwische ich ihn, wenn es geht. Ja.
Von Courier. Und Becker hat jetzt gleich wieder die Chance zum Rebreak. Ball mit Glück, das ist klar, aber was hat dieser Boris Becker für ein Gefühl beim schwierigsten Schlag, den es überhaupt gibt? Ja, das ist der Becker-Lauf. Es gelingt ihm alles. Courier misst das Netz, denn es ist der dritte Netzroller, den Boris spielt. Da kannst du nicht glauben. Aber die technische Durchführung jetzt von diesem schwierigen Schlag, hier nochmal in der Zeitlupe zu sehen, mit dem Rücken zum Netz gedreht und von dort noch das Gefühl zu haben, den Ball so cross nach außen zu spielen, das können wenige. Laufen musste Becker bei diesem Ballwechsel viel und fast eine Parallele zum ersten Durchgang. Im zweiten Satz waren, wenn Sie genau hingeschaut haben, die Ballwechsel im Schnitt ein bisschen länger. Und darum auch die erhöhte Wegstrecke. 1-1, also alles wieder ausgeglichen. Ganz wichtiges Break, Becker serviert. Das Match wird am Netz entschieden und Tennis wird am Netz gespielt, besonders in der Halle. Und dieser Rundschlag ist auch ein besonderer Schlag, wenn der Ball, der Lob, den Spieler eigentlich überholt hat, ist das die einzige Möglichkeit, mit diesem Rundschlag den Ball noch zu schmettern. Thank you.
Das war ganz kurios. Da hatte sich Curry ein bisschen zu spät entschlossen, überhaupt noch zu diesem Ball hinzulaufen. Vielleicht können wir das nochmal in einer Zeitlupe sehen. Nach dem Motto der Return, alles oder nichts. Achten Sie mal drauf. Jetzt spielt er ihn und dann verharrt er einen Moment. Ich glaube, er dachte auch, dass der Boris diesen Flugball mehr in die Ecke spielen wird und fast in die Mitte des Spielfeldes. Und deswegen dieses klein bisschen Zögern, aber das ist meistens entscheidend. Man kommt zu spät an den Ball heran und hat nicht mehr die Möglichkeit, den Ball zurückzuspielen. Und somit gewinnt dann Boris Becker doch noch sein Aufschlagspiel und geht mit 2:1 in Führung. Mit Jim Curriers Aufschlagspiel 1:2 der Rückstand. Zum ersten Mal versucht Curriers da mit einem Kickaufschlag ans Netz zu kommen und spielt auch einen sehr schönen Volley anschließend. Ja, es muss was Neues von ihm kommen. 2-0 Sätze hinten. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Return des Boris Becker, der ja eine ganz erstaunliche Bilanz in diesem Jahr hat. Sein 5. Finale und alle 4 vorhergegangenen Finals, die hat er gewonnen. Zum Vergleich gehört er zum 9. Mal im Endspiel. 5 Turniersiege auf seinem Konto. Ganz genau, wann es nötig ist, etwas zu riskieren, was besonders zu machen. Und dies Besondere ist immer irgendetwas am Netz. Und eine besondere Situation könnte es auch jetzt schon geben. Vielleicht eine Vorentscheidung. Ja. Denn Becker hat Breakball. Da geht's dann auch nicht mehr.
kam noch mal raus aus der Bredouille der Weltranglisten. Erste Jim Courier, der ja nach diesem Turnier erstmal eine Woche völlig abschalten wird vom Tennis. Und dann gibt es schon die Vorbereitung auf den Davis Cup, wo er zwar nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat, aber er wird als Weltranglisten-Erster dabei sein. Aber beide haben eins gemeinsam, den Compaq Grand Slam Cup. Den werden sie nicht spielen. Becker serviert, 2-2. Spielt wieder einhändig diese Rückhand. Jetzt nicht der Linie entlang, sondern cross versucht. Aber der Ball hatte ein bisschen zu wenig Spin. Sonst wäre er gekommen. Da muss er noch, so hätte er es machen müssen. Muss er noch ein bisschen was am Griff und an der Technik tun. Aber wer weiß, vielleicht 93 erleben wir einen ganz neuen Jim Courier. Ich glaube nicht dran. Werden jetzt sicherlich sich mehr der Beobachtung dieses Spieles widmen. Und Kerl spielt mit. Gute Basketballtechnik. Hier. Sehr schön. Dabei ist der Baseball-Fan. Aber auch die Späßchen helfen ihm herzlich wenig. Boris Becker kurz und knapp zum 3-2. Trocken an kommt auch das Spiel des Boris Becker beim Jim Courier, dem Mützenmann. Aber der liegt zurück. 0-2 nach Sätzen und 2-3 im dritten Durchgang. Eigener Aufschlag. Schön aufgebaut. Sehr schöner Übergang aus dem Grundlinienwehr zum Angriff. Hier mit diesem Ball. Sehr schön vorne getroffen. Nicht mehr zu erlaufen. Thank you.
in die Krypta. Der Notschlag. Und Becker meint, der Ball sei auf die Linie gesprungen. Schwer zu sagen. Er sollte aufpassen, der Jim Currier, wenn er diesen Ball direkt genommen hätte. Hätte das sogar noch einen Punktgewinn für Becker zur Folge gehabt, aber das passiert ihm selbstverständlich nicht. 3-3. Mal sehen, ob auch Currier jetzt in dieser Phase, genau wie in den beiden Durchgängen zuvor, nur mit umgekehrten Vorzeichen, die Initiative ergreift. Siebtes Spiel. Dritter Satz, Aufschlag Becker. Der Mann, der 1982 am Hamburger Rotenbaum triumphierte, damals übrigens gegen Peter McNamara. Dass es unwahr ist, würde ich sagen, der Ion Ciriak hat heute Morgen die Netzkante gespannt. Ja, unglaublich, er reklamiert das, glaube ich, auch jetzt. Er geht in Richtung Supervisor. Singt sich was vor. Er ist ja sehr musikalisch, die rote Gitarre, Schlagzeug. Das sind seine Hobbys, aber ihm wird momentan die Lust nach Musik vergangen sein. Pass Nummer 12. Keine Gefahr für Boris Becker bei seinem vierten Aufschlagspiel in diesem Durchgang. 4-3, die Führung. Ion Ciriak, der nicht nur hier, sondern auch gestern ganz schön unterwegs war in Deutschlands Fernsehlandschaft.
Und der mit dabei ist, wie über 9000 hier in der Frankfurter Festhalle, bei einem vielleicht sehr klaren Erfolg des Boris Becker. Danach sieht es zumindest aus. 2-0 Satzführung. Bisschen Stretching noch. Und Courier, der zurückliegt, serviert auch in diesem Satz. 3-4 der Spielstand. Die Basis für diesen Punkt war der hervorragende Return. Und dann wartet auch Becker, bis Courier zuckt. Ja, der Halbvolley, der defensivste Schlag im Tennis. Kommt sehr langsam an, man hat immer die Möglichkeit, sich die Ecke auszusuchen. Und zu passieren wie auch jetzt. Zwar kein Halbflugball, aber ein sehr tiefer Flugball. Der Ball kam sehr schön. Hier nochmal zu sehen, der tiefe Ball, der Ball nach oben und jetzt dieser Passierball. Natürlich exzellent von Boris, weil diese Stellung zum Ball nicht besser sein kann. Chance. Ja, und das immerhin mit diesem Longline-Schlag, das ist ja der Überraschungsschlag. Alle drei Sätze hat er eigentlich mit diesem Rückhand-Longline-Schlag geschafft. 2 Break-Chancen für Becker. Wenn er es will, dann schafft er es auch meistens. Diese Netzkante den Ball auf der Seite des Gegners liegen lassen. Aber daran lag es bestimmt nicht. Thank you.
gespielt. Vor allem auch was die Länge der Grundschläge von Becker. Die war entscheidend, die Länge der Schläge. Denn so hat er eigentlich Poirier gezwungen, kürzer zu werden. Und dann kam die tödliche Vorhand. Hier zu sehen, der kurze Ball und der direkte Punkt für Wolf. Das 8. Ass von Jim Courier. Das wollen wir nicht übersetzen, aber er ist auf jeden Fall nicht mit der Entscheidung zufrieden. Könnte im Recht sein, der Jim Courier, das zeigt diese Zeitlupe. Vorteil weg. Das ist natürlich eine unglückliche Situation aus Sicht des Amerikaners. Becker wird es egal sein. Erneuter Breakball. Dass ja Becker dieses Tempo fast locker mitgeht. Ja, man konnte aber deutlich merken, die Wut im Bauch, die Courier nach diesem Doppelfehler hatte. Und so hat er auch diese Voranschläge durchgezogen. Das ist clever. Da ist sie. Da löse ich nicht. Einfach so besiegen lassen mit 3-0 Sätzen. Er versucht, auch in diesem dritten Satz noch dran zu bleiben. Hervorragenden zweiten Aufschlags mit über 150 Kilometer pro Stunde. Das 4:4 und jetzt ist die Frage, wie kommt man wieder zurück zur Normalität, sprich dem eigenen Aufschlagspiel, das man ja unbedingt gewinnen muss. Becker kann die Frage beantworten. Da ist es deutlich zu merken, dass er doch ein bisschen angeknackst ist, körperlich. Er darf die Geduld nicht verlieren, er muss weiter kämpfen, er muss weiter so konzentriert spielen. Die Schritte werden länger, das konnte man jetzt sehen bei diesem Lauf. Also ist ein Problem des Willens.
17. Probieren. Das wichtige Aufschlagspiel gewonnen, 5:4 führt Boris Becker im dritten Satz. Oh, feinfühlig. Aber nur so kann man diesen tiefen Ball spielen. Versucht er ihn Longline zu spielen, muss er ihn viel höher ansetzen und da besteht noch die Chance, den noch zu kriegen. Aber so wunderschön. Reserven hat dieser Jim Courier auf alle Fälle. Das weiß man und das werden wir hier auch noch bestätigt sehen. 1:0 gewonnenes Aufschlagspiel. Eigentlich gab es ja fast in jedem Match hier bei diesem Turnier einen Tiebreak. Und selten hat man derart viele Tiebreaks erlebt. Becker hat die Möglichkeit, mit eigenem Aufschlag zumindest schon mal den Tiebreak zu sichern.
Er taucht auch häufiger im Netz auf. Boris Becker. 30. Und damit verbindet sich selbstverständlich automatisch eine höhere Fehlerquote vorne. Zu gerade geschlagen. Mit ein bisschen Spin wäre der Ball noch reingekommen. Sehr schön diesen Flugball gespielt. Aber hier zu gerade. Und so landet er leider im Aus. Breakchance für Kuyo. Ausgerutscht. Auch das haben wir öfters bei ihm gesehen. Also die Schuhe haften nicht so richtig auf diesem Belag. Schauen wir uns die Szene noch mal an. Der Flugball, der Jim Courier auf den falschen Weg schickt. Und wo er dann, das sehen wir gleich hier, den Halt auf dem rechten Bein verliert. Fast umknickt, aber es ist nichts passiert. Er steht wieder, lockert sich gerade. Und dafür gibt es auch Beifall. Das zweite Mal bringt er ihn, obwohl dieser Aufschlag noch schwieriger war. Ja, aber hätte er nicht zweimal auf die Vorhand aufschlagen. Denn er hatte schon so ein Selbstvertrauen zu diesem Vorhandreturn. Es ist viel besser, wenn man da auf die Rückhandseite aufschlägt. Aber von draußen ist es viel einfacher als auf dem Platz. Das ist auch immer so eine Art Pokerspiel vor dem Aufschlag. Gerade wenn ein Mann wie Becker über ein solch elastisches und abknickbares Handgelenk verfügt, da kann er im letzten Moment immer noch ein bisschen die Richtung ändern. Den Schnitt. Und er tut's mit Bravour. 6:5 für Boris Becker. Die zwei Spieler am Ende einer langen Saison. Auch da gab es ja einige kritische Stimmen von Boris Becker, dass man dieses ATP-Weltranglistensystem verändern soll.
Wenn ein Spieler wie Karel Nováček im letzten Jahr unter den ersten 10 der Welt war und 10-mal in der ersten Runde verlor, dann kann doch eigentlich irgendwas nicht stimmen. Ja, weil ja nur die besten 14 Turniere zählen. Und wenn man 30 spielt, dann hat man bestimmt 14 gute Turniere dabei. Aber wenn man jetzt nur 18 Turniere spielt, weil man ja auch noch Davis Cup spielen muss und vieles anderes noch dazu spielt, dann ist das System eigentlich nicht das Optimalste. Curry serviert. 5-6, liegt da hinten. Schwierige Halbvolle. Oder ja, der flache Return. Auf jeden Fall der schwierige Halbvolle für einen Spieler, der normalerweise diese Art von Schlägen ja nicht bevorzugt spielt. Was hatte Boris Becker da für eine Chance? Und auch das muss man sagen, ein hervorragend getimter Lob von Curry, der zusätzlich danach noch am Netz erscheint. Zu zwei Matchbällen für Boris Becker im Finale der IBM ATP Weltmeisterschaften von Frankfurt. Möglichkeit nach 88, wo er im bisher längsten Finale der Geschichte dieses Turniers gegen Lendl gewann, zum zweiten Mal den Titel zu holen. Ja. Mit Aggressivität und vor allen Dingen mit Courage in diesen Return. Und damit gewinnt Boris Becker nach 2 Stunden 24 Minuten das Finale von Frankfurt mit 6-4, 6-3 und 7-5. Der Haupttipp hier, Günter Bosch, war 4 Sätze für Becker. In dieser Deutlichkeit sicherlich überraschend.
überraschend, weil er wirklich hervorragend sein Spiel eingeteilt hat. Er hat wirklich sehr gut gespielt bis zu diesem siebten Spiel. Im ersten, im zweiten Satz hat genau dann ein bisschen Gas gegeben und sehr entschlossen angegriffen und das entscheidende Break geschafft. Also das ist wirklich etwas, was man normalerweise gar nicht so planen kann, dass man im entscheidenden Augenblick dann das schafft, was man eigentlich nur in den Büchern lesen kann. Und eine gute Bilanz hat auch der Günther Bresnik, denn bei 4 Turnieren, 3 Turniersiege, das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Der neue Coach von Becker, es gibt ja nur eine mündliche Vereinbarung zwischen diesen beiden, aber ich glaube, kein Grund, da irgendwie Einhalt zu gebieten. Also das Ganze wird weitergehen. Ja, eine lange Saison geht für Boris Becker zu Ende. Jetzt ist er neben Sampras und Courier doch noch derjenige, der auch 5 Turniersiege zu verzeichnen hat. Aber es war wieder der Herbst bis in den Winter, wo er am besten spielt. Anfang der Saison, Ende der Saison, das ist eigentlich das Schönste. Ja, ein schöner Anfang, ein schönes Ende. Was kann man sich besser wünschen, mehr wünschen? Das ist wirklich hervorragend und ich bin mir sicher, dass er wirklich diesen Erfolg genießen wird, denn er verdient es wirklich. Und jetzt gibt es, vielleicht hören Sie es im Hintergrund, das Ständchen der 9200. Die brav gewartet haben, auch dazu gehört Fingerspitzengefühl und die das jetzt erst am Ende singen, nämlich Happy Birthday Boris Becker. Heute war nicht nur sein Geburtstag, heute war, und das lesen wir da ganz richtig, ehrlich, auch sein Tag. Er hat sich das schönste Geburtstagsgeschenk. Er hat sich das schönste Geburtstagsgeschenk selber geschenkt. Und mal sehen, was er uns an Aussagen schenkt. Ich gebe mal runter zu Uli Vogt. Boris Becker, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und herzlichen Glückwunsch hier zum Gewinn der ATP-Weltmeisterschaft. Ich glaube, es muss ein Riesengefühl sein, hier zu sehen und 9000 Zuschauer singen Happy Birthday to you. Ja, auf jeden Fall. Und dafür möchte ich mich auch bedanken bei euch alle. Es war das Unglaublichste oder die unglaublichsten Fans, die ich je hier in diesem Lande erlebt habe. Und es war einfach unglaublich. Dankeschön. Boris Becker, mal ganz ehrlich, so vor 4, 5 Wochen, hätten Sie da gedacht, dass Sie hier stehen als Gewinner, als ATP-Weltmeister? Ganz ehrlich gesagt, nein. Vielleicht jetzt natürlich dieser Erfolg, diese fantastische Woche. Ich glaube, Sie haben den Zuschauern hier in der Halle und auch den Millionen Zuschauern am Bildschirm sehr viel Freude gemacht. So ein bisschen wie auch eine Genugtuung. Ja klar, ich meine, ich hatte dieses Jahr nicht die besten Erfolge, ne? Aber jetzt, ich meine, die letzten 3 Wochen habe ich sehr starkes Tennis gespielt und so ein Ende ist einfach traumhaft für mich. Boris, vielleicht auch an dieser Stelle ein ganz kurzes Wort zum Verlierer, zu Jim Courier. Ja, ich meine, Jim ist dieses Jahr die Nummer 1. Es ist mein großes Ziel und leider ging es dieses Jahr nicht. Ich hoffe, dann 93 komme ich nahe dran. Boris Becker, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben uns wirklich allen sehr, sehr viel Freude gemacht. Das war absolut Weltklasse diese Woche. Viel Glück für das Ende des Jahres und für die Zukunft. Danke. Nun bitte ich den Turnierdirektor der IBM ATP Tour World Championship, Herrn Željko Franulović, den zweiten Preis zu überreichen an Jim Courier. Jim. Der Mann aus der toten Stadt, Date City, gerade mal 6000 Einwohner, wo er immer wieder zurückkehrt. Gerade letztens war er vor in den letzten Turnierwochen noch mal eine Woche zu Hause bei der Mutter in einem 50 Jahre alten Steinhaus. Dieser Mann also, genau wie im letzten Jahr, der Finalist von Frankfurt, aber eben nicht der Sieger.
So einen Applaus hat er nicht einmal in Flushing Meadow. Aber bei den French Open, da hat er sogar versucht, auf Französisch zu grüßen. Aber jetzt hören wir, was er zu sagen hat. Ich muss sagen, das war für mich ein tolles Jahr. Schade, dass es jetzt zu Ende ist. Und zwar mit einem verlorenen Spiel. Aber Boris hatte ja Geburtstag. Das ist ja ein Grund zur Freude. Ich bin deshalb nicht enttäuscht. Mein zweites Jahr hier in Frankfurt. Das ist ein Turnier, das jedes Jahr perfekt läuft. Alles ist für uns glänzend organisiert. Und die Fans sind jeden Tag hier und geben ihr Bestes, um uns zu unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn sie uns weiterhin so unterstützen. Das gilt natürlich auch für die Linienrichter, die Ballkinder. Die Linienrichter, naja, da war ich nicht immer so einverstanden. Manchmal habe ich mich aufgeregt über die Entscheidung. Aber vielleicht auch ein bisschen unfair. Ich reg mich auch, wenn ihr einen Fehler macht, aber wenn ich einen Fehler mache, dann könntet ihr mich ja auch anschreien, aber ihr tut's nicht und ihr könnt's nicht. Vielen Dank. Auch diese Szene hat gezeigt, der Jim Curry ist nicht der Typ, für den man ihn immer hält, so verbohrt. Sicher, er kapselt sich ab und an ab, aber das ist kein böser Wille. Er ist sehr lustig. Und zur Überreichung der Siegertrophäe der IBM ADP Tour Weltmeisterschaft in Form dieser wertvollen Kristallkrone von Val Saint-Lambert bitte ich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Herrn Hans-Olaf Henkel, um einige Worte. Meine Damen und Herren, normalerweise muss man ja ein Geburtstagsgeschenk mitbringen, aber das hat sich Herr Becker heute selbst verdient. Im Namen der IBM ATP Tour meinen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und vor allen Dingen auch zur Weltmeisterschaft. Der Mann mit dem besten Endspurt 1992, Boris Becker. Vorsicht ist geboten. Denn das ist eine schwere Trophäe und die dreht sich sogar auch noch. Agassi hat sie in der Hand gehalten, die Sampras im letzten Jahr. Und jetzt ist es der 25-jährige Dame. Da muss man sich ja auch jetzt mal wieder gewöhnen. Boris Becker, der hier IBM ATP Weltmeister wird. Der nach seiner Niederlage gegen Pete Sampras 6-7, 6-7 sagte, Leute, ich bin gut in Form, aber der Sampras hat gut gespielt. Und die meisten haben es ihm auch geglaubt und heute hat es ihm auch bewiesen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu einer besonderen Ehrung, in der dieser kostbare Becher, gestiftet von dem weltbekannten Frankfurter Juwelier Friedrich, eine Rolle spielt. Dazu bitte ich den Vorsitzenden, den Chief Executive Officer der IBM Tour, Mr. Mark Miles. Mark. All players dream. Alle Spieler träumen davon, die Nummer 1 in der Welt zu sein. Aber am 10. Februar dieses Jahres wurde Jim Courier der 10., der jemals überhaupt die Nummer 1 geworden ist. Er hat in diesem fantastischen Jahr 5 Titel gewonnen, die Nummer 1 12 Wochen lang beibehalten in diesem ganzen Jahr. Jim, das Jahr ist jetzt vorbei. Du hast es geschafft und ich habe die Freude, in Anerkennung dafür diese Trophäe für die Nummer 1 der Weltrangliste zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Es gab 5-mal insgesamt einen Wechsel an der Spitze der Weltrangliste. Dieser Mann hier ist derjenige, der am Ende die Nummer 1 der Computer-Weltrangliste ist. Und das ist immer eine ganz besondere Auszeichnung. Meine Damen und Herren, wie nicht anders zu erwarten, jetzt möchte die Weltpresse entsprechende Fotos machen. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie vielleicht doch noch einige Minuten auch bei uns hier bleiben, weil wir vielleicht einen besonders stimmungsvollen Abschluss dann mit Ihnen zusammen feiern können, im wahren Sinne des Wortes. Das wird nicht nur vielleicht so sein, das wird ganz sicher so sein. Jim Courier
und Boris Becker, die Finalisten, die Eltern. Aber was für eine Karriere hat auch dieser Jim Courier hinter sich? Er galt zu Beginn so 88, als er kam, dann 89, als er erstmals in Basel gewann, in 5 Sätzen gegen Stefan Edberg damals. Da galt er schon als Riesentalent, aber der kam eigentlich nie so richtig nach oben. Naja, er kam nicht nach oben, weil er eben dieses Gefühl des Erfolges noch nicht in sich hatte, dass er dieses Selbstvertrauen zu seinen Fähigkeiten nicht hatte. Und wir haben es so oft erwähnt, eigentlich derjenige, der ihm den Anstoß gab, um diesen entscheidenden Sprung nach oben zu machen, war sein Trainer Higueras. Denn er litt auch vorher, wenngleich er jetzt sagt, die 5 Jahre Bolitiere haben mir nicht geschadet, die haben mich nach vorne gebracht, denn er litt auch vorher so ein bisschen unter der Rivalität mit Andrew Agassi. Ich erinnere mich da an die French Open. Da saßen sie da und Bolitiere hatte vorher gesagt, wenn Agassi gegen Courier verliert, dann reisen wir ab. Aber unsere Konzentration jetzt in der Pose, in der sich auch im letzten Jahr Pete Sampras den Journalisten, den vielen, vielen Fotografen hier in Frankfurt stellte. Der Sieger der IBM ATP-Weltmeisterschaften 92, da ist es eingraviert. Und das Ding, das kann ihm niemand mehr nehmen. Er ist der Mann fürs Unmögliche. Auch dieses Plakat haben wir gesehen. Boris Becker, der jetzt insgesamt 36 Turniererfolge zu feiern hat. Davon 3 mit Günter Bresnik. Und jetzt gibt es sicherlich ein fantastisches Finale. Geburtstagsfeier, also die Geburtstagsfeier des Boris Becker. Auch Sie haben ihn ja schon mal überrascht, oder? Ja, aber das war oben in der Luft. Wie wir nach Australien flogen, haben wir auch mal Geburtstag gefeiert. Das
war aber nicht so kribbelnd wie diese Feier hier. Da waren wir nur zu zweit und mit der Crew der Fluggesellschaft. Aber hier, so viele Leute feiern diesen Geburtstag. Einmalig. Wahrscheinlich Millionen, nicht nur die 9000. Das waren die Bilder vom Center Court hier in der Frankfurter Festhalle mit einem großen, mit einem spektakulären Abschlussfest der IBM ATP Weltmeisterschaften 92 und mit einem Sieger Boris Becker, der, und ich glaube, das kann man reinen Gewissens sagen, der einfach wieder da ist. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung meldet sich dann nochmal mein Kollege Klaus Seebeck aus dem Studio. Ja, mit Aggressivität und vor allen Dingen mit Courage in diesen Return. Und damit gewinnt Boris Becker nach 2 Stunden 24 Minuten das Finale von Frankfurt mit 6-4, 6-3 und 7-5. Der Haupttipp hier, Günther Bosch, war 4 Sätze für Becker. In dieser Deutlichkeit sicherlich überraschend. Überraschend, weil er wirklich hervorragend sein Spiel eingeteilt hat. Er hat